Das Wohnheim. Okay, es wirkt irgendwie so ein bisschen runtergekommen. So, was steht denn hier? HIV und AIDS sind nicht nur Initialen auf einem Poster. Das sind ernsthafte, lebensbedrohliche Krankheiten und niemand ist immun gegen sie. Informiere dich jetzt. Weitere Informationen. Okay, ach nee, ShoesHealth, oh Gott. ShoesHealth@ShoesHealthAdmin.ed. Belohnung. Ach so, der Rucksack ist immer noch verschwunden. An die Schlampe, die meine Franju-Creme gestohlen hat. Das Zeug ist scheißteuer und ich brauche sie gegen meine Akne. Ich weiß genau, wie es Haut schält und ich warte darauf, dass sich deine Haut aufklärt. Yummy. Es gibt noch mehr Poster. Not sure if I will, though. I'm a loser. Lass dich nicht von Big Brother beobachten. Bis Ende des Schuljahres könnte ein aufdringliches Überwachungssystem an der Blackwell Academy installiert werden. Mitglieder des Lehrkörpers und des Schülerrates werden ein öffentliches Forum abhalten, um zu informieren und diese Angelegenheit zu diskutieren. Bitte kommt und widersetzt euch diesem Eindringen in eure Privatsphäre. So 18. Oktober, 17 Uhr, Schülerzentrum Aula. Ja, das macht aber Sinn. Also das ist wirklich okay, ja, dann lauft mal. Rund um die Uhr überwacht zu werden. Nee, das geht gar nicht. Okay, wir haben eine Karte. Blackwell isn't that big, but it sure feels like a labyrinth. Naja, das ist ein Stadion. Die Schule, der Platz, die Wohngebäude. Ich finde es jetzt eigentlich gar nicht mehr so kompliziert, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und... Ah ja. So, ansehen. Welcome to Blackwell. Okay, also hier wohnen wir, Zimmer 219. Da wohnt Brooke, Victoria uns direkt gegenüber, Kate neben Victoria, Juliette, Taylor, Stella und Dana. Und wir sind jetzt, glaube ich, gerade hier, würde ich sagen. Oder hier? Ne, ich glaube, wir sind hier. Aber mal gucken, wir wohnen direkt neben dem Klo. Oder neben dem Waschräumen. Das ist natürlich kurzer Weg, aber... Mh. Na, Juti. Machen wir uns mal auf. Zimmer 219 brauchen wir. Hier haben wir 217. What? Room 217? No way in hell am I ever going in here. Boah, wer von euch kennt die Anspielung auf den Film? Wer von euch kennt den Film, auf den das anspielt? Alter, ein Klassiker. Ein absolut... Krass. Krass. Taylor is a slave. No boys allowed. Was gibt's hier? I'd love to make a photo collage of every person who've posted these. Sei nicht ängstlich, sei bereit. Waffentraining für Jugendliche. Auch unter 21-Jährige können lernen, mit Waffen umzugehen. Ob AK oder... Ja, genau, das lese ich jetzt nicht vor. Wir trainieren mit perfekten Plastiknachbildungen, spaßig und sicher. Komm für eine Demonstration bei unserem Bunker vorbei. Montag bis Samstag, 10 bis 17 Uhr, 174 Hemingway. Ignoriert die großen Hunde. What? Jungs und Mädchen aus Blackwell erhalten einen Rabatt von 20%. Ja, genau, das brauchen wir, Waffentraining. Man, people here are merciless. Sicherheit statt Reue. Egal, wie sehr ihr einander mögt, ein einziger Ausrutscher kann euer Leben verändern. Ihr habt die Wahl. Am Warten ist nichts auszusetzen. Für weitere Informationen besucht Please Wait at praisebjc.org. Graffiti, siehe Kates Video als Beweis. Oh. Mann, warum hacken die alle auf Kate rum? Kannst du mich hören? Ja, das können wir alle. Bitte respektiere dein Stockwerk und deine Nachbarn. Sei im Flur leise nach 22 Uhr. Danke fürs Zuhören. Okay. Mann, arme Kate. Ich will sie noch mehr knuddeln. Do you yet read this week's edition of the Blackwell Totem? Seriously? Was? Juliet, Extreme Reporter. Ah, okay, das wird so eine Schülerzeitung sein. Stop M, Bigfoots. Ja, okay. Noch ein Vermisstenposter. Andere Poster. Was ist das? Nice atmospheric shot. No. Needs dusting. Ein Reh. So, wir brauchen aber Zimmer 219. Wo sind wir hier? Showers. Da können wir aber nicht rein.
Ah ja, was hängt hier? Sei wachsam auf dem Campus. Befolge diese Tipps für deine Sicherheit. Mach dir immer bewusst, wo du bist. Lass immer einen Freund wissen, wo du bist und wo du hingehst. Melde jeglichen Vorfall sofort der Campusverwaltung. Lade dir eine gratis Campus-Alarm-App herunter auf www.blackwellacademy.ed. Okay. Could be fun. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Buchclub der Geeks. Suche nach Gleichgesinnten, um Autoren zu lesen und zu diskutieren. Ursula K. Le Guin, ich hätte kein Französisch. Robin Hobb, Neil Gaiman, Piers Anthony, Terry Brooks, David Calvo, Marion Zimmer, Bradley und der übliche Scheiß mit fliegenden Drachen. Ich kenne davon. Ich glaube nur Marion Zimmer. Kenne ich Marion Zimmer Bradley? Ich weiß es gar nicht, ich komme mir so bekannt vor. Keine pubertären Zauberer oder Romane über Vampir-Emos erlaubt. Und keine Jungs. Kontakt brookes@blackwellacademy.ed. Zum Verkauf. Dieses Fahrrad bringt dich überall hin. $20 für Lieferung, $5 mehr. Kontaktiere Tyron. Kenne ich Marion Zimmer Bradley? Habe ich von der nicht im Buch? Oder bin ich gerade voll auf der Wahl? Ich glaube, ich kenne die. Ich weiß es nicht. So, was gibt's noch? Vortex Club. Coming soon. Der Vortex Club. Bald. Aber das sieht echt aus wie diese komische Spirale, die hier immer auftaucht, wenn wir die Zeit zurückdrehen. Können die das alle? Oh, Klopapier. Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. Da ist wieder das Vermisstenposter. Feueralarm. Noch ein Poster. They live. Don't be a zombie. Sei kein Zombie. Es gibt einen Ort und eine Zeit für soziale Medien. Lass das Leben nicht an dir vorbeiziehen. Eine Nachricht der Clear Head Stiftung. Also don't be a zombie. So, wir brauchen Zimmer 209. Was ist hier? Nichts. Max Zimmer. Ah, das ist unser Zimmer. Hier können wir nicht rein. Don't be the change you wish to see. Don't be the change you wish to see. Okay. Da müsste hier ja Will Bang for Jesus. Oh Gott. Das ist garantiert Kates Room. Oh Mann. Zeichnen? Okay, this is just mean and stupid. Können wir das wegmachen? Ja. Oh. Ja, okay, aber das können nur positive Konsequenzen sein. Ja, aber es kann doch nicht. Ach, das kann doch nicht angehen, ey. Kann ich auch was auf meine Tafel machen? How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Mm. Los, zeichne auch mal ein Peace-Zeichen. Oder? Oh Gott! Oh, Max. Kann man eigentlich an jeder Tafel was zeichnen? Oh, Victoria, give me a fucking break. Nein, kann man nicht. Okay, noch ein Poster. But what's this poster really trying to tell me? Dies ist dein Planet und wenn es darum geht, die Umwelt zu schützen, bist du der Boss. Die Entscheidung ist unsere, also erhebe deine Stimme. Rettet die Erde. Ja, wie ist da ein Mädel drauf? Naja, okay. Warren should be all over Brooke. They're perfect for each other. Okay, das ist cool. Das ist cool. Die 314 ist ja Pi. Und wenn man das spiegelverkehrt liest, dann ist es Pi und darunter hat sie ein Stück Kuchen. Genau, es ist süß. Ja, das ist total süß. So, aber wir wollten ja in unser Zimmer, wir brauchen ja einen USB-Stick. 219. So. Und Teddy ohne, mit nur einem Auge. Gitarre. Home sweet home. My favorite cocoon. Das ist aber eigentlich echt schön hier. Also dafür, dass es ein Studentenzimmer ist, ist es echt cool. Oh, Mama hat uns geschrieben. Max, dein Direktor hat mir eine E-Mail geschickt. Du
Du hättest ein Märchen über einen Ehrenschüler Blackwells erzählt. Er meinte, das sei eine schwere falsche Anschuldigung. Er sorgt sich, dass du sowas erfindest. Ruf mich ASAP an, damit wir darüber reden können, Mama. Oh Mann. Ey, der glaubt uns nicht. Warum? Wir haben eine Kamera dabei. Warum haben wir den nicht mit der Waffe fotografiert? Toll, jetzt kriegen wir Stress, ey. Oh, Kekse. Kekse. I love that Mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. Ja, nom nom. It's not exactly pretty and pink, but no shits are given. I like my wardrobe. Das ist ja vollkommen okay. Hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Alles Gute zum Geburtstag, Maxine. Wir werden nie den Tag deiner Geburt oder deines ersten Lächelns vergessen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Heute ist dein besonderer Tag. Wir vermissen dich, sind aber sehr stolz, dass du deinen Träumen folgst. Wir lieben dich, Mama und Papa XX. Oh, das ist süß. Na, da war auch nicht viel in ihrer Schublade, ne? So, ein Poster. Would Man Ray call them selfie portraits? Gitarre? It's such a pretty guitar. I need to play it more. Okay. Okay, ich glaube, jetzt wiederholt sich alles. Ich mag wirklich den Soundtrack von diesem Spiel. Also den ganzen Sound. Der ist so angenehm, wirklich. Was mir jetzt hier gerade auffällt. Könnt ihr euch noch an das erste Foto erinnern? Das wurde ja hier gemacht, während wir mit dem Rücken davor standen. Also so ungefähr. Wer hat denn dieses Foto geschossen? War das Warren? Das würde mich jetzt nämlich nochmal extrem interessieren, weil das war ja so von hinten. Ne? Und ich bin mal gespannt. So, wir haben weitere Poster. Was haben wir hier? I'll miss going to the games with my dad. Okay. Go Thunderbirds. Yay. Was ist das? I'm glad Kate let me borrow her copy of the October Country. I should have every Bradbury book for myself. Okay, Buch haben wir uns ausgeliehen. Hey, ich möchte gerne hier den Sofortfilm. Oh, da. Instant film is so damn hard to find and expensive now. But I can't help it. I'm analog, not digital. Naja, gut, klar. Es stirbt ja auch immer mehr aus. Oh, eine Pflanze. Lebt die noch? I haven't forgotten you, little Lisa. Yet. Ich würde sagen, wir gießen die mal. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. Oh, ich habe ja auch so ein... Was? Wir haben eine Blume gegossen und die Tat wird Konsequenzen haben? Oh Mann, dieses Spiel macht mich ein bisschen paranoid. Ich hoffe mal, dass die Konsequenz ist, dass die Blume grün wird. Sollen wir hier? If I'm not looking through a viewfinder, I'm looking through a window. Always looking. Die Jungs, die draußen Football spielen. Keep calm and carry on. Okay. So, DVDs. One day I'll organize my film collection. Ja, das wirst du. One day I'll get an actual HDTV.
Ja, das macht man nie. Auch Wäsche liegt einfach auf dem Boden, okay. Notizen. Looks like Dana left me a little post-it note. Hey, ich habe mir deinen USB-Stick ausgeliehen, um beim Lernen was schauen zu können. Wenn du ihn brauchst, findest du ihn in meinem Zimmer. XOXXD. Okay, wir müssen den USB-Stick von Dana holen, oder? Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Dass die einfach alle in das Zimmer reingehen können. Oh, ein Laptop. There's my poor laptop begging me to check in. Okay. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Camera porn. Sehr schön. Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Warren Graham. Warren G. at blackwellacademy.ed. Max, danke für deine Mail und die Kopien deiner Notizen aus Jeffersons Unterricht. Ich werde nie aufhören, dich mit Dankesbezeugungen zu überschütten. Ich habe auch eine recht vielseitige Sammlung an TV-Serien, Kultklassikern und abgefahrenen Filmen auf einem fetten USB-Stick, falls du sie dir ansehen willst. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich bin eher Wissenschaftler als Künstler. Kannst du mir kurz erklären, wie eine Kamera funktioniert? Bis bald, Warren G. Sehr schön. So, dann haben wir hier noch... There's my poor laptop. Ah, okay, das war der Laptop. Das Fotoalbum würde ich mir gerne ansehen. Here's my go-to source for instant photo inspiration. Ah, okay. Welche Fotos sind denn Ihre Inspirationsquelle? Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, oh, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Okay. Und dann haben wir noch diese Wand hier vor uns. That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle. That was a good hockey game and a great fight. Man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. Schön. So, dann haben wir hier Kunstbücher. Cartier-Bresson, Doisneau, Hamilton, the greatest. Die HiFi-Anlage. I should hit the thrift store and pick up some dollar vinyl. Is that too hipster? Ja, ist es. Music inspires me in my photography. Aber mal gucken, was sie so für Musik hört. Das ist total schön. So, Schublade. Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. Oh, da lächelt sie noch total. Jetzt ist sie immer so geknickt. Kissen. So cheesy, but... It makes me smile thinking of the day Mom and I sewed that together. Das ist süß. Nee, hinlegen tun wir uns jetzt nicht. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. When I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER, I knew we were bonded forever. Oh Gott, wie süß. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Und eine Steckerleiste, dann wird ja alles ausgehen. Das lassen wir jetzt mal an. Und sehen. Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. An Max oder alle, die es interessiert. Der filmische Inhalt dieses USB-Sticks ist von grausamer, lebensverändernder und kontroverser Natur. Diese Sammlung wurde mit äußerster Sorgfalt und für den anspruchsvollsten Zuschauer heruntergeladen. Ich gratuliere dir zu deinem Geschmack und erwarte mit Spannung deine Bewertung von Cannibal, Holocaust und Ultra Vixens. Peace, Warren G. Okay. Das klingt nach einem Zombie-Horror-Gedöns. Und sie guckt es wieder nicht an. Okay, aber wir haben eine... Warum guckt sie denn nie die Fotos an? Das ist das Foto. Was wir gerade gemacht haben. Gruselig wäre es, wenn jetzt hier irgendwie eine Person auftaucht oder so. Was passiert?
Ah, das sind nur die Lampen. Aber wir lassen es mal lieber aus. Okay, machen wir nochmal die Musik aus. Auch wenn die sehr schön ist. Aber wir müssen jetzt zu Dana ins Zimmer, um den USB-Stick zu holen. Genau.